Grüß Gott, ich will mein Vergissmeinnicht-Tag-Update machen. Da habe ich mir ja sehr lange Zeit lassen. Also das Video ist 6 Monate jetzt, oder? 5 Monate ist es her. Ja, ich habe ein paar Sachen ausgemistet. Zum Beispiel hier habe ich Fußcreme. Habe ich ausgemistet, die habe ich meiner Mom gegeben. Ich habe auch noch eine zweite gehabt in meinem Backup-Schrank, die habe ich auch meiner Mom gegeben. Das heißt, beide haben jetzt meine Eltern, weil ich es einfach nicht benutzt habe. Ganz einfach. Ich wollte eigentlich die Hildegard Brockmann-Sachen auch dazu nehmen bei meiner Fußpflege, aber ich will so versuchen, mehr Fußpflege zu machen und auch Handcremes und so. Wenn nicht, muss ich es im nächsten Update reinnehmen. Aufgebraucht habe ich jetzt insgesamt 3 Sachen, weil noch aussortieren tue ich diese Kokoslippenpflege von Labello, die habe ich jetzt in meinem Ausmistding reingeben. Und habe jetzt eine andere, die seht ihr aber gleich. Und aufgebraucht, wie gesagt, habe ich 3 Sachen. Eine ist auch jetzt vorher gerade erst, das ist noch ganz frisch. Deswegen steht es auf meiner neuen Liste noch drauf. Das ist dieses Shiseido Advanced Body Creator, was ihr im letzten Video schon gesehen habt. Ich habe es endlich aufgebraucht. Ich habe das auch in diesen... Ich habe viel mehr Produkt genommen als eigentlich notwendig, damit das jetzt endlich leer wird. Weil es ist schon sehr lang offen gewesen. Ich habe es... Kühlt trotzdem noch, aber ich habe jetzt nicht mehr so das Gefühl, dass es denselben Effekt gemacht hat wie vor ein paar Monaten noch. Weil es ja schon fast ein halbes Jahr ist, wo ich das jetzt eigentlich aufbrauchen wollte, aber okay. Das habe ich, wie gesagt, jetzt gerade aufgebraucht. Ich glaube, dass das ganz schön teuer wäre, wenn ich mir das in Original nachkaufen würde. Und ich habe jetzt noch andere 2 Sachen, die ich jetzt noch aufbrauchen sollte. Das andere seht ihr eh gleich, aber mir wird das leid tun, das wegzuwerfen, weil ich fand die Dube so süß, aber ja... Dabei ist es ja noch im Aufgebrochenen dabei. Deswegen sage ich jetzt nicht so viel dazu. Ich mochte es schon, aber ich glaube, mir wäre es zu teuer, das nachzukaufen. Dann ein Lash-Lippenpeeling. Ich habe es ja für die Hände dann zwecks entfremdet. Das habe ich, glaube ich, im Aufgebrauchsvideo auch gesagt. Das war ja dieses Bubblegum-Lippenpeeling. Es war nicht schlecht, nur habe ich, weil es schon so lange offen war. Das ist ja schon... Irgendwo steht... Also angemacht wurde es 2014 und es war nur bis 2015 haltbar. Also ich habe das noch länger verwendet. Das war überhaupt keine gute Idee, weil ich glaube, diese Munddecken und das Ganze und die Fieberblasen kamen von dem auch leider. So fand ich das Produkt gut, aber ich würde es mir nicht mehr nachkaufen. Ich will das Lippenpeeling von MAC unbedingt haben, wenn es das noch gibt. Das weiß ich nämlich nicht. Dann, das war ja auch in meiner Aufbrauch, also in meinem... Vergiss man nicht Tag dabei, weil ich es halt so geliebt habe und nie irgendwie aufbrauchen wollte. Da fliegt mir gleich mein Zettel weg. Mein Clarins Gesichtsöl. Hier habt ihr das, ist leer. Das habt ihr auch, glaube ich, im letzten Aufgebraucht-Video gesehen. Und ich muss sagen, ich finde es noch immer gut, auch vom Duft her und so, aber ich habe jetzt das Biotherm und mag das ein bisschen lieber als das, weil das hat er trotzdem noch ein bisschen... Wie soll ich das erklären? Also es war trotzdem noch ein bisschen klebriger als das von Biotherm. Ich habe das Gefühl, irgendwie das von Biotherm zieht ein bisschen schneller ein als das von Clarins. Ich habe jetzt noch eine Probe davon, aber ich glaube, nachkaufen würde ich es mir nicht. Wenn, dann würde ich mir das von Biotherm eher nachkaufen. Aber das von Biotherm muss ich auch noch länger testen, weil das hatte ich ja schon sehr, sehr lange. Ich habe das in zigtausend Favoritenvideos gezeigt. Also ich mag es noch immer. Nur nachkaufen, glaube ich, würde ich es mir nicht, weil ich ein besseres gefunden habe als das. Aber ich mochte es trotzdem sehr, sehr gern. Es ist eh traurig, dass ich es jetzt dann wegwerfen werde. Ich habe das extra für das Video aufgehoben. Ja. Also 3 Sachen habe ich leer gemacht. Da bin ich echt stolz auf mich. Wirklich stolz auf mich. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so lasch zurückbringen kann. Wisst ihr das? Weil dann hebe ich es noch auf und bringe es dann zurück. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, das war die alte Liste und jetzt gehen wir die neue durch. Ich zeige euch jetzt mal die Produkte, die ich jetzt noch immer in dem Projekt drinnen habe und die neu dazukommen sind. Zum Beispiel neu dazukommen ist die Yves Rocher Ice Effect Maske Cranberry. Die habe ich mir nämlich gekauft als Jux raus und dann ist mir eingefallen, für was. Und deswegen will ich sie unbedingt leer machen. Ich habe sie bis jetzt noch nicht probiert. Ich habe dann noch eine Maske drin und zwar die von Corres, diese Watermelon. Ich bin mir nicht sicher, ob da noch viel drinnen ist. Es klingt nicht so. So sieht die aus. Die kühlt aber wirklich. Die ist echt gut. Die gibt es jetzt aktuell, glaube ich, sogar noch. Und ich glaube, die bleiben sogar im Sortiment. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Die kennst du eh aus dem letzten Video. Die sollte ich endlich öfter benutzen. Es ist schon ein bisschen was weg, aber
es ist noch immer nicht so viel weg, dass ich sagen könnte, ich habe sie wirklich brav verwendet. Da war ich sehr, sehr schleißig, weil ich einfach, wenn ich arbeiten bin, habe ich keine Zeit dafür. Vielleicht mache ich das heute, aber wenn ich arbeiten bin, habe ich einfach keine Lust und keine Zeit, das zu benutzen. Aber ich mag die Maske eigentlich sehr gern. Ich glaube, ich würde sie mir aber nicht nochmal nachkaufen, weil die habe ich von einer Schulung gekriegt. Als Lippenpflege habe ich von Balea die Zitronen und Mandel, Zitronenblüte und Mandel, benutze ich auch sehr schleißig. Die ist nämlich sehr weich, mir ist die mal davon geschmolzen, Albert. Ja, also es ist noch nicht wirklich viel benutzt. Ich gebe mir Mühe, aber viel benutzt ist es noch nicht. Ich werde weiterhin versuchen, es zu benutzen. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass der Deckel geht nicht mehr zu. Ja, also die will ich unbedingt aufbrauchen, weil ich sie irgendwie komisch finde. Die drei Produkte kennt ihr auch noch. Das ist einmal dieses Wimpernserum, was ich auch sehr schleißig wieder verwendet habe von Balea. Und die beiden Sachen, wo ich jetzt die ganze Zeit überlege, ob ich sie nicht ausmisten soll. Ich benutze sie eh nicht und das schaut schon echt nicht mehr yummy aus. Also da bin ich mir echt nicht sicher, weil das ein bisschen komisch ausschaut. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob ich es jetzt noch ausmiste oder nicht oder sonst irgendwas. Dann, auf das freue ich mich schon, das habe ich nämlich schon urlange. Ich weiß gar nicht, wie lange das haltbar ist. Oh, wäre schon abgelaufen. Ja, deswegen versuche ich so gut wie möglich das zu benutzen. Das ist dasselbe einfach wie das von Shiseido, so ein Anti-Zellulite-Teil. Das habe ich schon Jahre ist es her von der Arbeit mal geschenkt bekommen, wie ich noch bei Yves Rocher war. Deswegen will ich es irgendwie aufbrauchen. Ich finde es auch gut, dass es im Bumspender ist. Ich finde das ein bisschen praktischer als in der Tube. Bei der Tube habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich mir alles voll sah. Deswegen bin ich gespannt, wie das ist. Mal gucken. Ich halte euch auf den Laufenden und ich hoffe, ich benutze es auch brav. Dann habe ich noch drei Produkte, wo ich aber, also da sieht man jetzt nicht so viel. Ich habe das auch selten benutzt, weil meine Haare sind schon besser geworden, seit ich die Yves Rocher Sachen benutze. Schweres Wort. Aber manchmal, also ich habe es wirklich nicht oft benutzt, seht ihr das? Es ist schon ein bisschen was weg, aber halt, ich meine, Öl geht auch nicht so schnell leer. Ich benutze es auch wirklich selten, nur noch, weil ich immer manchmal das Gefühl habe, dass es dann meine Haare so schnell nachfetten lässt, aber ich bleib dran. Es bleibt noch im Rennen, also ich will es noch unbedingt aufbrauchen. Das Handpeeling von, beziehungsweise das Handpeeling? Ja, oder? Von Yves Rocher, dieses schöne Hände Beauty, ich kann es nicht aussprechen, da. Da ist schon sehr viel weg. Da ist wirklich schon sehr viel weg. Und ich habe auch schon ein Backup davon, weil ich es einfach liebe. Ich benutze es halt nur so selten. Ich mag es schon. Ich liebe dieses Produkt. Schon allein von dem Duft her. Aber ich benutze, also ich vergesse immer, es zu benutzen. Aber jetzt ist schon ganz schön viel weg. Das mache ich meistens, wenn ich dann mir die Hände danach eincremen will. Das mache ich auch sehr selten. Eigentlich hätte ich mir eine Handcreme in dieses Projekt reingeben sollen. Aber okay. Nein. Egal. das letzte. Ist auch von Yves Rocher. Ihr wisst, ich bin ein Yves Rocher-Junkie. Das ist dieses Haarserum. Und da bin ich schon ganz schön weit, wenn ihr das seht. Moment kurz. So. Also es ist schon bis... Man sieht es jetzt nicht. Bis hier eigentlich. Ja, jetzt sieht man es. Also es ist bis hierhin. Ich mag das sehr, sehr gern. Das hat mir auch jetzt geholfen, in letzter Zeit meine trockenen Stellen bei meinen Haaren wegzubekommen. Ich meine, heute habe ich dieses neue... Diesen Ölspray von... Was ihr in dem Boxen-Video gesehen habt von... Von Yves Rocher, das habe ich heute drin, das riecht voll gut und ich mag es voll von dem Gefühl her. Und irgendwie glänzen da die Haare auch schön. Seht ihr das? Ich hoffe, man sieht es. Ich finde das voll cool. Und das habe ich dann in die Spitzen noch rein dann. Heute auch wieder, da war ich sehr brav. Ja, ich mag's. Ich mag es wirklich, aber ich glaube, ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen, wenn es mal leer gehen würde, weil ich habe eh noch andere Sachen für die Haare. Aber ich finde das nicht schlecht. Also die Yves Rocher Haarprodukte kann ich eigentlich empfehlen, weil mir hat das wirklich geholfen. Ich glaube, ihr habt es auch in den letzten Videos gesehen, oder? Dass mein Haar schon ein bisschen besser geworden ist. Und das hat auch sehr viel beitragen dazu. Also das mag ich auch sehr gerne. Ich würde es mir halt nicht mehr nachkaufen. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr. Aber ich bin froh, dass ich schon so viel geschafft habe. Das ist schon mal, das ist schon viel wert. Besonders für meine Verhältnisse. Ja, ich weiß, drei Sachen waren jetzt nicht wirklich viel. Ich habe auch halt viel aussortiert, aber es ist auch, ich finde es auch gut, weil dann lerne ich, dass ich mich von den Sachen trennen soll, wenn ich sie eh nicht verwende. Wie vielleicht von dem bald oder sonst irgendwas. Weil das ist auch gut für mich, weil dann versuche ich eben Sachen auszumisten, wo ich weiß, die benutze ich eh nie. Und dann kaufe ich sie wenigstens hoffentlich nicht mehr nach. Ja, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Update gefallen. Ihr könnt es mir gerne in den
ihr könnt es mir gerne noch runterschreiben, ich kann wirklich nicht mehr reden, ob ihr sowas noch laufen habt und ob ihr auch was aufgebraucht habt. Das finde ich sehr interessant. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!